Die jüngsten Entwicklungen im Parkmanagement haben es ermöglicht, aufregende Neuzugänge in ihren Parks zu begrüßen, die zuvor als verloren geglaubt wurden. Der Minmi ist einer der kleinsten Ankylosauriden. Er ist durch seine horizontalen Rüstungsplatten erkennbar, die in seiner Gattung einmalig sind. Obwohl seine Position innerhalb von Ankylosauriden noch debattiert wird, wird er sich in jedem ihrer Parks wie zu Hause fühlen. Der Zungaripterus zeichnet sich durch seinen ungewöhnlichen Schnabel und seinen Kammkopf sowie sein präzises Zielen mit seinem Hakenschnabel aus. Dadurch ist er ein erfolgreicher Jäger. Ein vollständiges Skelett vor dem Voerhosaurus wurde noch nie gefunden. Daher ist es für unser Team eine große Errungenschaft, diese Art in die Welt zurückzubringen. Hoffentlich werden wir in der Zukunft noch mehr solche Erfolge feiern können. Der nach dem Anführer der Titanen benannte Kronosaurus ist unter anderen Plesiosauriern fast unübertroffen. Befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien im Umgang mit diesem gefährlichen Tier. Wir hoffen, dass diese neuen Arten in Ihrem Park gedeihen. Bitte halten Sie uns über alle Entwicklungen oder Vorfälle auf dem Laufenden.